Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Ooh. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Was geht ab, meine lieben Freunde? Wir befinden uns noch in Vegas und ich dachte mir, dass man hier ein richtig geiles Video drehen kann. Und zwar sind wir bei dem Restaurant hier. Wir haben viele gefragt in Vegas, was ist es? Und die lieben alle hier Gordon Ramsay. Er soll einer der besten Köche der Welt sein. Ich blende euch mal ein Bild von ihm. Der hat mehrere Restaurants. Ich glaube, der hat 8 oder 7 Michelin-Sterne. Das ist so der Shit, Michelin-Sterne. Und hier gibt es ein Restaurant von ihm. Ihr habt bestimmt schon mal was von ihm gehört. Und wir werden dieses Restaurant jetzt testen. Die ersten Videos kamen immer richtig gut an. Es kommen, glaube ich, auch noch 1-2 Stück. Und wir testen den ganzen Lachs. Lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir machen mal so die 30.000 Likes. Ich zeige euch mal den Squad. Wir sind noch 3 Tage in Amerika. Wir sind alle schon krank und am Ende. Mit dabei Musti. Wir gehen jetzt zu einem der besten Köche, sagen viele, der Welt. Er hat 7 Michelin-Sterne. Was ist Michelin? Ey, du hast es dabei. Für viele ist es doch der beste Koch, oder nicht? Für viele ist es der beste, für viele nicht. Du weißt doch, es ist wie so eine Debatte. Ja, aber er ist Ronaldo mindestens, oder? Ja, sowas. So Tier One auf jeden Fall. Ja, genau. Roach. Und Melina ist auch da. Wir gehen jetzt zu einem der besten Restaurants, Melina. Gordon Ramsay Hell's Kitchen. Der hat hier mehrere Restaurants. Es gibt ein Restaurant nur Steak, es gibt ein Restaurant nur Burger und es gibt noch irgendwas. Aber das hier soll das Beste sein. Wir sind gestern hier vorbeigelaufen und das sah auch unnormal krass aus nachts. Hier mit Feuer und so, hast du gesagt? Feeling, ja. Ja, ich glaube, nachts kriegst du auch hier keinen Platz. Lol. Guck mal, hier kommst du rein. Ja, wir kriegen keinen Platz. Es ist 13 Uhr. Ach du Scheiße. Digga, da sind die Bilder von den Köchen. Season. Ah nee, warte mal, er hat ja so eine Show und da gewinnen die. Ah, okay, krass. Der hat hier auch Merch und so. Also, was mir schon mal auffällt, ist, die achten auf alles so, ne? Die sind übertrieben freundlich da vorne, hat uns die Karte gegeben, während wir warten. Uns wurden, also uns jetzt nicht, aber den anderen wurden so die Jacke und so abgenommen. Man musste auch wenig warten und du hast den Eindruck, da ist hier alles abgestimmt. Auch der Laden und so, wie das gemacht wurde. Boah, werdet ihr gleich sehen, aber das ist schon, der hat sich was dabei gedacht. Das ist wie dieser in SpongeBob. Mitarbeiter des Monats? Ja. Wo einmal Thaddäus wurde am Ende. Mitarbeiter des Monats. Roth hat das gecallt. Er hat eine eigene Show und diejenigen, die Show gewinnen, kommen hier an. Die Frage ist, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was passiert mit denen? Arbeiten die dann hier? Merch ist echt crazy. Die Amis verkaufen immer Merch von allem. Voll cool. Du guckst deine Show? Ja. Und du hast Ansprüche, warum? Weil er immer eine Patch macht in seiner Show. Er ist richtig streng. Kochstream mit Merch. Guck mal hier, 150 Euro. Riede, kauf Merch. So, wir wurden jetzt aufgerufen. Von Strada zu Golden Ramsay. Golden Ramsay, gib Essen. Und hier offene Küche, da filmen die alles. Alter. Habt ihr die Garnelen gesehen? Chat, es ist 13 Uhr auf Dienstag. Wir haben voll die Plätze. Menu today has drinks listed on the first page on the right. We have a full bar and wine by the bottom listed in the center. Ah, okay. On the inside, we will find our price fixed menu. This is the Hell's Kitchen experience. Erklärt uns auch die Karte. 3 courses centered around Chef Ramsay's beef wellings. We bring these in for about a month out of the year. So very guck, so eine Kleinigkeit. Ich dachte auf die Kleinigkeiten, der hat dir das zurückgemacht. Ah, und wieder angeschoben. Ja. Viele interessiert wahrscheinlich die Preise. Ich habe schon mal reingelunst. Seafood, wo sind die Preise? Oyster und the Half Shell, das ist Quatsch. Holt euch keine Oyster. Ein Shrimp-Cocktail, 22 Euro. Hier sind die Preise, 30 Euro, 27, 30, 26, 28. Also ist teuer, aber es ist jetzt nicht so geisteskrank utopisch. Hier gibt es Salat, Butternut, Quash. Caesar Salad, Quina Salad. Jetzt kommen wir hier Entries. Ich glaube, das sind so das, was wir hier nehmen sollen. Beef Wellington. Das soll das Schwerste sein, was man kochen kann. Irgendwie. Oder eins der schwersten Sachen, die man machen kann. Irgendwie, dass es perfekt wird. Ah, ich weiß nicht, ob es das ist. Australien Lamm 84. Filet Mignon. Dry Aged New York Strip. Braised Short Rib. Jidori Chicken. Sides. 16 Euro kosten die Beilagen. Hier das Aki Signature Price Fix Menü. Ich glaube, das ist es, was man nehmen soll. Dann kriegst du eine Vorspeise, das Ding und das. Aber ich will nicht Beef Wellington. Sticky, also gar nicht mal so viel. Interessante Karte. Ich glaube, das ist auch cool fürs Video. Wir bestellen die ganze Karte, also die ganzen Hauptspeisen. Gordon, du bist heute getestet, mein lieber Freund. Ich bestelle alle deine Hauptspeisen. Wir sind zu 6. Wir bestellen eine Hauptspeise, also 7 Hauptspeisen, die wir uns dann alle teilen. Weil sonst würde jeder wahrscheinlich, sonst wäre das so ähnlich. Wir bestellen alle Hauptspeisen. Und jeder wir sind 7 und wir sind 6 Leute, also theoretisch nur eine mehr. Ja, und ich glaube, die sind nicht so groß, also es passt. Hier wird auch nichts weggeschmissen. Wir essen alles auf. Das ist aber, glaube ich, interessant fürs Video.
This is Beef Wellington. Beef Wellington. Und jeder bestellt dann seine Sides und dann noch ein paar Vorspeisen. Oh, the whole menu. One Beef Wellington, one crispy skin salmon, one grilled Australian lamb, one filet mignon, one dry-aged shrimp strip, one braised short ribs, and one meat wellington. Would you like it? Medium. Medium across the board. Yes. Wellington will always come medium rare, okay? No, ich mag kein rare. Is medium rare better? Yeah. For the filet mignon, yes, absolutely medium rare. For the New York strip, medium rare to medium. For the lamb, we like medium. Any appetizers, side dishes, add-ons for you? Yes. Sides for mac and cheese. What can you, was heißt nochmal empfehlen? Recommend. Recommend. Yeah, a couple of Brussels sprouts. You want to do, how about we do 3 mac and cheese and we do one of each of the other ones? Okay. Was mir ein gutes Gefühl gibt, der, also der Kellner, der gibt uns so ein gutes, er ist so confident so. Wohl, ja, ich glaube, wir kriegen was Gutes so. Wir haben ihn auch nochmal gefragt, also das ist auch nicht zu viel. Wir haben jetzt 2 Salate, ich glaube 4 Vorspeisen. Jeder hat eine Beilage und jeder hat ein sozusagen Hauptmenü. Das geht sogar klar. Ich bin mal auf den Preis gespannt, aber ich glaube nicht, dass es teurer wird als so, keine Ahnung, Nusret oder Nobu oder so. Ich glaube, das ist sogar hier günstiger. Ich schneide dann immer rein, weil wir zu 6 sind. Wenn man schon mal hier ist, ich weiß nicht, ob sowas, also sowas gibt es auf jeden Fall nicht in Deutschland, Gordon Ramsay Restaurant. Und deswegen bestellen wir alles, weil da haben wir mal einen Überblick von allem. Der Typ holt sich die ganze Zeit irgendwelche dummen Videos an, wie so Sachen sauber gemacht werden. Das sind die besten Videos der Welt. Wenn was sauber gemacht wird, was soll das sein? Wir reden gerade über die Icon League. Vielleicht gibt es bald einen kleinen Leak, hä? Wer ist der Nächste? Oder gibt es vielleicht eine Bar, oder gibt es irgendwas Neues? Musti hat dann einen geilen Call gemacht. Musti, wen soll ich holen? Hardy. Ich frag ihn einfach, okay? Ja. Yeah. Wir haben so goldenes Besteck übrigens. Das ist so Gold. Es geht gleich los mit den Vorspeisen. Also wir haben eigentlich nur ein paar Salate und so 3, glaube ich, aber so ein bisschen Appetizers. Das ist immer der Wirt. Obwohl, die Portion ist gut, aber ich weiß gar nicht, was es ist. Oder hat das hier $30 gekostet? Ja. Weiß nicht. Frag sie doch mal. Sorry, what is it? Beet salad, it's got rosetta beet, there's a little bit of corn segments as well. Beet salad. And this is beet? That is, yeah, it's a rosy golden beet. Ah, this is for rotobete and gay. Was ist das? Noah Salat. Noah Salat? Das wollte ich probieren. This is lobster risotto. Das ist immer gut. Oh, no bacon on this one, sorry. Yes, no bacon. Abdel, was sagst du? Gut. Ja? Lobster Risotto, Melina? Erster Eindruck? Gut. Das ist aber nicht so, weil es dieser Käse da ist. Erste Vorspeise, so ein Beef Carcass. Erstmal alles und gib mal eine Bewertung. Ja, lecker. Gut. Haben wir auch die Zuckerl um. Lobster Risotto. Ja, auch okay. Hier ist einfach eine lila eine Kartoffel, Leute. Wie krass das aussieht. Ja. Auch, das ist lecker. Was soll das sein? Sieht aus wie Salat mit Oktopus. Wie war das hier? Hm. Warte, mir fehlen noch 2 Stück. Das ist Beete, so wie rote Beete, nur in Gelb. Nein, die Creme ist aber geil. Ich will mir das niemals so als Vorspeise bestellen. Das ist keine Creme, das ist Ziegenkäse. Ja. Quinoa. Ich weiß nicht, ob es einen Daumen von uns trifft. Die waren lecker, das ist lecker. Das ist nicht gut, finde ich. Das ist nicht gut, das ist lecker. Das ist auch lecker. Aber ich gebe hier nichts mehr als eine 7,5. Geschmackssache. Ich würde dem hier eine 4 geben. Das sind halt auch wilde Sachen. Das sind sehr wilde Sachen. Ne? Ja. Aber es geht ja letztendlich um den Geschmack. In einem türkischen Laden, in einem griechischen Laden, einem italienischen Laden. 1000-mal besser als die Vorspeise. Vom Geschmack her. Das ist halt so high class, ne? Aber so rein geschmackstechnisch. Geht. Das war gut, aber sehr teuer auch im Vergleich. Ne? Ich glaube, das hat 30 gekostet, das hat, keine Ahnung. Ja, die sind schon teuer, die Vorspeisen. 25, also Vorspeisen kriegt von mir insgesamt, overall, mit Preis, eine 5,5 bis 6. Was sagst du? Was sagst du zu den Vorspeisen? Steak de Tafel ist richtig gut, Rest ist nicht so. Hat das nicht probiert, das nicht probiert, das probiert. Ja, Steak de Tafel ist super. Das ist gut, sehr das. And what is that? Golden beet salad. I'm so sorry about that. It's no problem. But we are, was heißt ehrlich, we are honest. I like that. We are honest. I didn't make them. What did you think of the tartare and the risotto? Yes, was good. It was very nice. Er hat uns gefragt, wie wir es fanden. Also ich habe jetzt nicht gesagt, hey, komm mal her, wir finden das und das nicht gut. Er hat gefragt und wir haben ihn dann gesagt, nee, und wir halten das hier fest auf dem Video. Aber es
Ist okay, ist ganz okay. Für den Preis nicht, geschmacklich. Also, Twitch Recaps sind draußen. Das ist vom Fresse das Handy. Supporter, hä? Eddie Jello auf 1. Anzahl der angesehenen Stunden 758. Davon hast du 750 Stunden rumgestänkert. Gesendete Nachrichten 3644. Wie viele waren denen? War 3000 davon waren. Ja, 3000, also wirklich. Verdiente Kanalpunkte 1,1 Millionen. Ausgegeben sind 685. Danach Rohat, dann Willi, dann Amar. Digga, wo ist Kanada, wo ist Asian Jeff, wo ist Reason, wo sind meine Fortnite-Kinder? So, Rohat? Jello. Jello auf 1, besser ist. Trimax gucke ich eigentlich gar nicht, das war wegen der No-Food-Challenge, die wir laufen. Sydney auf 3, also eigentlich auf 2, Willi und dann Phoebe. Guck mal, ich krieg jetzt so eine Serviette auf den Schoß. Ich krieg Servietten auf den Schoß. Guck mal, du kriegst eine Serviette auf den Schoß. Jelly Belly auf 1. Ja, besser ist. Mein Chef. 2 Riede, 3 Willison. 4 Mutzi, 5 Rohr. Ja, genau, wir unsere Brees. Der Squad. Lamm? We have no pork on this. Yes, thank you. Das ist es. Das muss es sein. What is that? Das ist schon. Voll viel Steak halt, ne? Steak, Steak. Wir wissen alle nicht, was wir haben. Aber es ist schon sehr klein, die Portion, ne? Muss man so sagen. Weißt du, wie teuer das ist? Ich habe in meinem Leben noch nie so zartes Hähnchenfleisch gegessen. Noch nie so zartes Hähnchenfleisch? Ja, das geht einfach auf. Ich teste das jetzt. Ja, das ist sehr lecker. Das ist lecker. Improved. Bruder, das ist eine lilane Kartoffel. Wie ist der Mac and Cheese? Sehr lecker. Sehr käsig. Lecker. So, ich teste jetzt das Lamm. Boah. Das sehen Sie durch aus. Das ist ganz schön durch, ne? Ich glaube, aber Lamm isst man auch durch, aber es sieht schon sehr trocken aus. Geh doch mal. Und? Was sagst du? Das ist besser. Ja, die Farbe sollte doch haben. Ist besser, aber ich habe schon bessere gegessen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt. Ist es so ein... Ja, ist es. Boah, ich brauche nicht mal ein Messer. Boah. Das hier ist richtig krass. Echt? Ja, Mann. Also man sieht es auch, guck mal hier. Ich brauche nicht mal ein Messer. Ich kann es einfach so nehmen. Die Soße ist auch geil. Das ist schon krass. Mhm. Top. Ich esse jetzt dieses Beef Wellington da. Das ist so, ich weiß gar nicht, was es ist. Feedback, what do we think? It's good, very good. Tell me, I love the sugar. Very, very nice. I think this is too... What's that, Bush? Can you flip that one for me? Yeah, what is going on there? Oh, was ist das auch? I wish to show that. Er bringt es jetzt in die Küche zurück, Leute. Oh, oh! Aber das kostet 100 Euro, Digga, diese zwei Lammstücken, das muss dann schon gut sein. Also es ist zu... Warte, wir wollten das noch essen. Bringen wir das wieder, oder? Ich glaube, ich krieg's wieder, glaube ich. Ich bin eigentlich nicht so penibel, aber ihr habt es ja, glaube ich, gesehen, Wagenkart. Er hat uns ja gefragt. Das hat 100 Euro gekostet und wir meinten, das soll schon... Ich glaube, seine Empfehlung war Medium, aber er hat ja selber gesagt, war nicht Medium. Aber sonst finde ich bis jetzt sehr lecker. Das ist geisteskrank lecker. Das Beef Wellington ist auch lecker. Aber man erwartet halt so krass viel. Das ist auch richtig gut. Das Chicken war auch richtig lecker. Den Fisch habe ich noch nicht gegessen. Wie findest du es bis jetzt? Das Wellington-Ding fand ich echt gut. Das habe ich nicht gegessen. Das Chicken war richtig gut. Das ist jetzt das Beste, sage ich. Lachs ist stabil. Das hier ist ganz normales Steak halt. Ja? Das hat er probiert. Gib mir mal das hier. Oh. Das ist voll geil. Alter. Ich fand's auch gut. Die Hautfleisch sind sehr lecker alle. Ich bin jetzt mit fast einem durch. Ich glaube, wir bestellen dir alles, ne? Wir bewerten alles. Das, was ich jetzt sage, sage ich nachher auch nochmal. Ich glaube, du kannst dir halt ein richtig heftiges Menü zusammenstellen. Wenn du zum Beispiel das hier nimmst und dann noch so Mac and Cheese und einen dieser guten Salate, dann hast du hier einen richtig geilen Abend. Aber ich muss auch wirklich sagen, dass es nicht in der Top 5 von mir auf jeden Fall ist. Ich würde sogar sagen, nicht mal Top 10, was ich so bis jetzt gegessen habe. Also auch die besten Sachen hier. Aber dennoch, natürlich sehr lecker, ne? Aber ich glaube, das ist mal ganz interessant zu sehen. Es ist halt so sehr schickimicki-Essen. So verrückte Sachen sind da teilweise dabei. Ich glaube, manchmal ist es einfacher. Hier so ein geiles Adana-Ding. Kannst du gar nicht vergleichen. Es geht um die Kochkunst. Ja, es geht um die Kochkunst hier, ja. Wie schwer es ist, was hier zu treffen.
new lamb for the table. Thank you. Wir haben jetzt ein neues Lamm bekommen. Thank you. Yes, you can cut it. Er war ein bisschen angepisst. Also nicht auf uns, sondern auf den Chef. Er hat es jetzt dem Chefkoch gezeigt und meinte, es ist overcooked. Und jetzt haben wir ein neues bekommen. So, jetzt könnte jemand arbeitslos werden, wenn es wieder overcooked ist. This is very, very warm. And that looks gorgeous on the inside there. This looks beautiful. Yes. Oh, yes. Very tender and juicy. Thank you. Now, another one looked dry. We don't like dry lamb. Gorgeous. Beautiful. Thank you. Also ist auch aufmerksam, dass sie uns ein neues geholt haben. Das kostet 100 Euro nämlich. Das Lamm habe ich jetzt gegessen, das war richtig gut. Das Lamm war sehr lecker. Das Steak hier schmeckt ein bisschen komisch, auch wenn es gut aussieht. Das ist ein bisschen zäh. Also ist auch so hart. Seht ihr das? Das ist so... Das gibt voll den Widerstand. Wir haben hier fast alles aufgegessen. Fast alles weg. Der Lachs ist weg. Mac and Cheese ist fast weg. Beilagen noch ein paar. Wir geben gleich mal unser Fazit, würde ich sagen. Mit allem drum und dran. Preis, Geschmack, Ambiente. Wir haben jetzt noch so... Das sieht voll geil aus. Digga, das sieht schöner aus als alles, was ich jemals gesehen habe. Das ist, glaube ich, so Kuchen getränkt in Schokolade. Sehr lecker. Ich habe gerade ein bisschen probiert. Das schmeckt auch richtig lecker. Die anderen Sachen, so lala, aber das ist ein Brett. Also wer so auf süße Sachen steht, mir ist es zu süß. Ich mag keinen Nachtisch, aber das ist schon krass. So, wir kommen jetzt zu einem interessanten Moment. Zweite Rechte. Man muss davor, ich weiß nicht, wie teuer es ist, wir müssen dazu sagen, wir sind zu sechs und wir haben viel bestellt. Wir sind auch satt geworden. Was sagst du, wie teuer? 780. 805. 638. 712. 700. Was hast du gesagt? 837. Jungs, ich bin kurz auf Toilette. Also pro Kopf ungefähr 120 so. Also, meine lieben Freunde, wir waren jetzt da, Essen, war eine Erfahrung wert. Würde ich es euch empfehlen. Rein vom Geschmacklichen her, sage ich, gibt es hundertprozentig bessere Läden. Also viel, viel bessere Läden. Ist aber trotzdem lecker gewesen. Ich glaube, da ist auch sehr viel Show so, ne? Wie er es macht mit seiner Kochshow und so. Nichtsdestotrotz war es ein sehr, sehr cooler Besuch. Ich gebe dem Geschmack, also sagen wir mal, wir machen mal Geschmack. Geschmacklevel 1 bis 10 gebe ich eine 7,5. Preis-Leistung 5. Ambiente 9. Ambiente war da sehr geil. Und die Kellner und so, die waren auch alle richtig korrekt. Overall, jetzt aus dem Stegreif würde ich sagen, so eine, mit dem Preis und mit dem Geschmacklichen her, würde ich sagen, so eine 6,8 bis 7. Man kann es mal machen, aber wie gesagt, wirklich manchmal, vielleicht ist es auch nicht so mein Ding, aber ich mag es einfach clean. Ja, einfach so ein cleanes Ding. Nicht so mit diesen ganzen Schickimicki und verrückten gelbe Beete und so und verrückte Soßen. Keine Ahnung. 1 bis 10? Dem Nachtisch gebe ich eine 10. Der war wirklich gut, aber dem Rest 7,5 passt. Gordon Ramsay, ich habe viel erwartet, aber man kann das Rad nicht neu erfinden, ne? Haben wir auch gemerkt. Habe ich jetzt nicht aus den Socken gehauen, ehrlich gesagt. Ich würde eine 7 von 10 geben. Ich habe 6,8 gegeben. Aber ich würde nicht nochmal hingehen. Ich gebe dem Ganzen eine 7. 7 von 10. Ich auch. Ja, die beiden, ne? 1 bis 10. 6,5. Okay. Gut, Freunde, das war's vom Video. Vielleicht ist es mal interessant gewesen für die Nachwelt da draußen. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, wir konnten euch was unterhalten. Habt euch was selber zu essen geholt. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Bis dann, in die Kommentare zu schreiben. Das war's. Ciao.